So. Gut, es ist halb. Ich würde gerne Sie einmal begrüßen im Namen der Schulakademie zu diesem Workshop. Mein Name ist Alexandra Mark. Ich bin Referentin an der Schulakademie und bin heute für die Technik vor allen Dingen zuständig, nicht so sehr für die Inhalte. Für die Inhalte übergebe ich gleich an meine Kollegin Cornelia von Ilsemann. Wir werden heute hier ein bisschen intensiver zusammenarbeiten, als es vielleicht vorher war im Verlauf des Tages. Deswegen wäre es ganz toll, wenn Sie Ihre Kamera anmachen, vor allen Dingen, wenn wir später 19:30. in Jetzt Breakout musst du Rooms rausgehen, gehen. weil ich jetzt Kamera an muss. Genau, Kamera an, Mikro aus bitte. Es sei denn, Sie wollen was sagen, dann das Mikro kurz anmachen. Eine kleine Info noch, wir werden aufgezeichnet hier. Es werden allerdings nur die Inputs aufgezeichnet, nicht Sie als Teilnehmende, sodass die Inputs hinterher auf die Homepage der DSA gestellt werden können. Wir haben zur Begleitung dieses Workshops ein Padlet angelegt. Ich werde Ihnen den Link zu dem Padlet jetzt schon mal in den Chat stellen. Kleinen Augenblick. Dort finden Sie alle Materialien. Oh, mit Link vielleicht. Dort finden Sie die Materialien dieses Workshops. Und das ist auch der Ort, wo Sie sich später in den Arbeitsgruppen austauschen. Ich poste Ihnen auch gleich sonst noch mal meine Telefonnummer in den Chat, wenn irgendwas nicht klappt. Sie fliegen komplett raus aus Zoom oder irgendetwas hakt, dann können Sie mich auch anrufen. Ansonsten freue ich mich auf den Workshop und übergebe jetzt an Cornelia von Ilsemann. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Cornelia von Ilsemann. Michaele Gewicke und ich und ein ganzes Team von Menschen hat diesen Workshop mit hohem Engagement vorbereitet. Wir hoffen, dass alles gut klappt. Ich selber war lange Jahre in der Praxis, habe die 10 Jahre die Oberstufe der Max-Brauer-Schule geleitet, auch in der Zeit, als wir dort die Probe erfunden haben. Ich war dann in den Behörden von Hamburg und 10 Jahre auch in Bremen, besondere Grüße an die Bremer unter Ihnen, verantwortlich für das Bildungswesen, habe auch ein paar Jahre den Schulausschuss der Kultusministerkonferenz geleitet, 5 Jahre nach meiner Pensionierung, dann 5 Jahre in der Deutschen Schulakademie im Programmteam gearbeitet, bin in der Vorjury des Deutschen Schulpreises und insofern die verschiedenen Perspektiven aus Praxis, Administration, ein bisschen Wissenschaft sind hier mit eingeflossen. Ich bin diejenige, die nur kurz was zu Ihnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Gemeldet waren 104 Menschen. Wir haben gedacht, dann kommen sicher nur 60, aber jetzt sind sie fast 100, was uns natürlich freut und vor allen Dingen das große Interesse für genau dieses Kernthema der Veränderung oder vielleicht des Veränderungsstaus auch zeigt. Unter Ihnen müssten sein, nach der Anmeldung, 3 Schülerinnen und Schüler, eine Studierende, mehrere Menschen aus Schulentwicklungsbereich, Beratungslehrerinnen, ein Verband, aus einer Agentur, da immer Einzelpersonen, aber insgesamt vor allen Dingen Praktikerinnen und Praktiker, darunter 20 Schulleitungsmenschen und an die 70 Lehrkräfte. Das heißt, wir sind gut gewappnet und vorbereitet für einen breiten Erfahrungsaustausch. Michaele, ich gebe gleich weiter an dich. Ja, danke. Dann stelle ich mich auch kurz vor. Michaele Gewicke, ich bin eine der Mitreferentinnen in diesem Workshop, arbeite am Oberstufenkolleg Bielefeld. Das ist eine Versuchsschule des Landes NRW für die gymnasiale Oberstufe. Und ich möchte eine ganz kurze Einführung geben in Ziele und Ablauf unseres Workshops. Die Ziele haben wir ja auch in unserer Beschreibung dargestellt. Wir möchten gern mit Ihnen der Frage nachgehen, wie sehen gelingende Klausurersatzleistungen und alternative Prüfungsformate aus? Das möchten wir gern zeigen an Beispielen aus der Praxis, und zwar aus 4 verschiedenen Bundesländern, möchten wir Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen, dann mit Ihnen zusammen reflektieren, welche Formate wir weiterentwickeln sollten und so wie es in der Beschreibung stand, mit Mut und Professionalität zugleich. Und möchten Sie dann ermutigen, an Ihren Schulen selbst neue Formate alternativer Leistungsnachweise zu erproben.
Ganz kurz zum Ablauf, der ist auch auf dem Padlet nachzuverfolgen. Nach dieser Begrüßung gibt es einen kurzen Überblick, insbesondere über den rechtlichen Rahmen. Dann folgen die 5 Inputs mit Praxisbeispielen. Um 18 Uhr ist eine Arbeitsphase zu den Beispielen geplant. Dann eine Ergebnissammlung im Plenum und zum Schluss geben wir dann auch nochmal Hinweise zur Dokumentation und Vernetzung. Und damit gebe ich an Cornelia von Ilsemann und Carla Runge weiter. Vielen Dank. Alex, spielst du uns jetzt die Folien mal ein? Sehr schön. Was wir uns vorgenommen haben, ist diese Frage mal ein bisschen kritisch zu beleuchten, ob rechtlich eigentlich vieles wirklich so schwierig ist, wie es angesichts starrer Vorgaben, insbesondere im Prüfungsbereich, zu sein scheint. Gern die nächste Folie gleich. Ich habe dazu einmal rausgesucht, was denn eigentlich in der KMK-Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe unter Zielen steht. Und zwar in einer Fassung, Sie sehen das unten, vom 18.02.21, also ganz aktuell. Und wenn man sich das anguckt, ich werde das nicht etwa vorlesen, sondern ein paar Stichworte, dann passt das zu der Diskussion, die wir eben gehört haben, zu den notwendigen Kompetenzen ganz hervorragend. Der Unterricht ist fachbezogen, aber eben auch fachübergreifend und fächerverbindend angelegt. Er kann exemplarisch arbeiten. Es geht insbesondere auch um die Persönlichkeitsentwicklung, es geht um soziale Verantwortung und es geht um Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft. Und wenn wir darunter nochmal das Verhältnis von fachlich und überfachlich angucken, dann steht auch hier, fachliches Grundwissen ist die Voraussetzung dann aber für das Erschließen von Zusammenhängen zwischen Wissenschaftsbereichen, alles, was Sie gehört hatten über die Nutzung von Informationen und Materialien, vor allen Dingen über Lernstrategie, hat Frau van Ackeren gesagt, sei eine wesentliche Gelingensbedingung, ebenso wie Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und die Teamfähigkeit. Das alles hat die KMK ursprünglich schon in Jahren nochmal bekräftigt am 18.02.21. Wer also immer von Ihnen Legitimationsprobleme hat, zu begründen, weshalb Sie einen Unterricht unter diesen Zielen anlegen, berufen Sie sich auf die KMK-Vereinbarung. Da sind Sie gegenüber allen Kritikern erstmal rechtlich und formal auf der sicheren Seite. Ich übergebe an Carla und vielleicht, Carla, stellst du dich gleich damit noch ein bisschen vor. Ja, hallo, mein Name ist Carla Runge. Ich habe Lehramt studiert an der Uni Heidelberg und bin Mitarbeiterin der Deeper Learning Initiative unter der Leitung von Anne Slifka. Und dort beschäftigen wir uns eben auch mit neuen Lernformaten und eben auch damit, wie diese Lernformate denn dann auch geprüft werden können. Ich habe auch letztes Jahr für die Deutsche Schulakademie eine kleine Gesetzesrecherche gemacht. Ich habe noch einmal Ihr Mikrofon ist an. Könnten Sie das ausmachen? Ja, Dankeschön. Natürlich. Ich habe letztes Jahr eine kleine Gesetzesrecherche gemacht. Dabei habe ich mir die Schulgesetze und die Verordnungen aller Bundesländer angeschaut und überprüft, was steht denn da überhaupt drin, wo ist Flexibilisierung möglich, um eben rauszufinden, wo ist zum Beispiel die Best Practice, also was wird in manchen Bundesländern schon gemacht, wo kann man sich was abgucken, und habe hier eben auf dieser Folie ein bisschen was zusammengefasst. Den ganzen Bericht können Sie dann auch auf dem Gästebuch-Padlet, das später noch verteilt wird, nachlesen, aber hier sind jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte, eben dass mit Klausuren meist eine schriftliche Einzelarbeit gemeint ist, aber zum Beispiel in Brandenburg auch Leistungen mündlicher, praktischer, gestalterischer und experimenteller Natur möglich sind. Und was besonders spannend ist, ist, dass in der Hälfte aller Bundesländer auch Klausurersatzleistungen möglich sind. Das heißt, dass statt einer Klausur eine andere Leistung erbracht werden kann. Und da wird auch in den Verordnungen werden da auch viele verschiedene Möglichkeiten aufgezählt. Auch fachpraktische Arbeiten sind da möglich, Projekte, Experimente, Referate oder auch Präsentationen. Oder was auch besonders spannend ist, dass Praktikumsberichte, solange sie verschriftlicht sind, also kann man auch ein Praktikum als Klausurersatzleistung anerkennen. Natürlich ist das nicht in allen Bundesländern möglich. Dann fragt man sich natürlich, was machen die, die keine Klausurersatzleistung haben.
die können alles, was als Klausurersatzleistung denkbar ist, auch in die laufende Kursarbeit mit einbringen. Das heißt, zusätzlich zu den schon bestehenden Klausuren kann man da dann alternative Leistungsformate mit unterbringen, die eben auch praktischer Natur sein können oder auch Leistungen von AGs, wie es zum Beispiel in Baden-Württemberg möglich ist oder auch ein Science Slam. Wirklich sehr, sehr viele Dinge sind da möglich. Genau. Auch die Facharbeit eben ist auch was man auch mit einbringen kann oder auch Arbeiten aus dem Seminarkurs. Wie gesagt, alles, was hier steht, steht auch im Bericht. Das können Sie dann auf dem Padlet noch nachlesen. Dann gebe ich wieder an Cornelia. Zur Erinnerung, das, was wir eben gehört haben, ist in der Q-Phase immerhin schon 2/3 der Abiturnote. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler sagen, aber was wir hier gelernt haben, was wir hier machen, findet sich ja gar nicht in der Abiturprüfung wieder, in den 2/3 davor eben ja. Es hat also einen erheblichen Einfluss auch auf die Gesamtnote des Abiturs. Das, was Sie hier haben, ist nur noch 1/3. Ich fange trotzdem mal rechts an mit den schriftlichen Prüfungen. Das ist in den Bundesländern ja unterschiedlich, wie viele es gibt oder wie viele Abiturprüfungsfächer es überhaupt gibt. Ob nun, da changiert zwischen 4 und 5. In der Regel sind es 3 schriftliche Prüfungen, die aber in Kunst, Musik und Sport auch Fachprüfungen sein können. Und im Fremdsprachenbereich gibt es oft noch einen mündlichen Anteil als Kommunikationsprüfung, der vorher abgeleistet wird. Und je nach Bundesland gibt es 1 oder 2 mündliche Prüfungsformate. In manchen Bundesländern sind sogar Präsentationsprüfungen erlaubt und manchmal sind sie als ein Kolloquium geplant. Und wenn wir uns nochmal die besondere Lernleistung angucken, die auch ein Ersatz für ein 5. Prüfungselement sein kann in einigen Ländern, so besteht sie aus der Arbeit von 2 Semestern, ein ganzes Jahr. Manche Länder lassen sie auch in die Q-Phase einbringen. Und Sie sehen hier ganz viele Beispiele, die sind ähnlich das, was Carla Runge vorhin vorgeschlagen hat, auch für die Klausurersatzleistung. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, in der besonderen Lernleistung Schülerinnen und Schüler in wirklicher Vertiefung über ihr Thema zu begleiten. Das Thema kann ein Fach sein, es kann unbedingt auch fachübergreifend sein. Auch mehrere Fächer, auch nochmal die ethische Bewertung von Themen, alles mit einzubeziehen. Also eine weitere Möglichkeit, gezielt nochmal alternative Prüfungsformate zu der veränderten Lernkultur, über die wir vorhin viel gehört haben, mit einzubringen. Alex, nimmst du nochmal die letzte Folie? Ja, oder vorletzte. In manchen Ländern gibt es, und wir wissen, dass das in mehr Ländern gäbe, Zertifizierung. Entweder solche, die nur genannt werden hinten im Abiturzeugnis, also etwa soziale Aktivitäten, manchmal auch solche, die wirklich mit Noten angerechnet werden können. Manche Länder bewerten die Herkunftssprachen nicht nur in den ersten 3 Jahren nach Ankunft, da tun es fast alle, sondern auch länger. Und dann könnte man etwa Vietnamesisch als Herkunftssprache anrechnen lassen anstelle der 2. Fremdsprache. Das würde für die betreffenden Schülerinnen und Schüler, vor allen Dingen mit Fluchterfahrung, sei es Farsi oder Syrisch, was immer, die Möglichkeit geben, dass sie sich sehr viel mehr Ruhe und Zeit nehmen können für Deutsch als Bildungssprache oder auch irgendeinen anderen Schwerpunkt und nicht noch eine weitere Sprache lernen müssen, denn sie können ja mindestens 2, 3, 4, viele von ihnen, an anderen Sprachen. Das Gleiche gilt für Fremdsprachen, die man auch abschichten können müsste, um das Ganze zu flexibilisieren. Man kann sich, das hat uns der Lockdown jetzt gezeigt, auch in Kurse in deutschen oder auch internationalen Universitäten einloggen, dort Leistungen ablegen, Tests entsprechend machen und sich das genauso zertifizieren lassen. Auch das wäre im Sinne der Flexibilität denkbar. Dazu wird Annes Livka morgen noch mehr vortragen. Und natürlich Service Learning, Praktika und alle möglichen Dinge. In der E-Phase ist das alles jetzt schon ganz viel erlaubt. In der Q-Phase ist es manchmal erlaubt und wir würden uns sehr viel mehr davon wünschen. Das Fazit kommt jetzt von Carla Runge wieder. Genau, das heißt, wir haben eine sehr große Bandbreite an Klausurersatzleistungen, von denen man sich inspirieren lassen kann für weitere Kursleistungen, wenn man nicht in einem Bundesland lebt, in dem Klausurersatzleistungen möglich sind. Die sind teilweise auch fächerübergreifend möglich, solange eben nur für ein Fach die Note dann eingerechnet wird.
eben die Facharbeiten und die besonderen Lernleistungen, die ermöglichen eben auch selbstständiges und interdisziplinäres Lernen, auch eben auch in Gruppen möglich. Und besondere Gestaltungsmöglichkeit gibt es eben von der laufenden Kursarbeit, wie ich eben schon gesagt hatte. Und die Klausur, die Anzahl davon ist auch immer bei den Ländern unterschiedlich. Da muss man eben in den jeweiligen Verordnungen nachschauen. Aber grundsätzlich sind Zusatzleistungen zu den Klausuren überall möglich. Und da ist auch ein besonders großer Spielraum. Dann war es das jetzt von uns. Dankeschön. Hey, wunderbar. Herzlichen Dank erstmal soweit. Wir würden dann jetzt starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde von Möglichkeiten, wie man das, was Frau von Ilsemann und Frau Runge gerade vorgestellt haben, praktisch umsetzen kann. Da haben wir 5 praktische Beispiele vorgestellt, die wir jetzt quasi einmal im Schnelldurchlauf vorstellen würden. Und Sie haben dann anschließend in der Arbeitsphase die Gelegenheit, sich vertieft mit einem dieser Formate zu beschäftigen. Das heißt, was jetzt passiert, ist ein kurzer Überblick, eine kurze Werbung. Und dann können Sie später in der Arbeitsphase sich vertieft mit einem Format beschäftigen. Ja, dann würden wir starten mit dem E-Portfolio. Ich teile einmal kurz den Bildschirm und übergebe an Frau Kuhnen. Und ich finde es nicht. Wunderbar. Kleinen Augenblick. Während Sie das suchen, kann ich mich ja mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Antje Kuhnen von der Max-Beckmann-Schule in Frankfurt. Das ist ein Oberstufengymnasium. Ich habe die Fächer Deutsch und Englisch und bin mit ein paar Stunden an die Lehrkräfteakademie Hessen abgeordnet. Dort bin ich im Bereich der Medienbildung tätig mit dem Schwerpunkt E-Portfolio. Und Hessen hat ja die besondere Situation, wir haben ein Gesetz für Lehrkräfte, dass Lehrkräfte ein Portfolio Medienbildungskompetenz führen mögen. Das ist freiwillig, aber da komme ich auch ein bisschen her. Das ist auch mein Schwerpunkt in der Fortbildung. Gut, jetzt haben Sie es gefunden. Wunderbar. Sie können, das ist einfach nur meine Startfolie. Unser Thema ist so ein bisschen im Mittelpunkt das Lernen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was heute wieder so alles gefallen ist, auch Frau Bosse hat ja auch ein Beispiel von mir gezeigt aus meinem Unterricht beziehungsweise aus meinen Lernsettings. Ich sage gar nicht mehr so gerne Unterricht. Dann sehen wir, dass wir ja hier ganz stark über Kompetenzen, über Selbstverantwortung, über Selbstständigkeit, über Selbstwirksamkeit gesprochen haben. Das war ein großes Thema heute. Und da kann ich nur sagen, da mache ich gute Erfahrungen mit der Portfolioarbeit. Alle wissen wahrscheinlich, was ein Portfolio grundsätzlich ist. Wir reden also ein bisschen über die Besonderheiten des E-Portfolios. Es gibt 2 Formen des Portfolios. Es gibt ein Entwicklungsportfolio, das ist prozessorientiert, wie wir wissen. Da geht es um Lernprozesse, die begleitet werden wollen. Dann gibt es noch das Bewertungsportfolio, was im Prinzip eine Momentaufnahme einer ganz bestimmten Leistung darstellt und erstmal statisch ist. In der Schule ist es so, dass häufig diese Bewertung im Vordergrund steht. Also man sieht so einzelne Abschnitte, Momentaufnahmen. Man bewertet den Schüler, die Schülerin in einer Klausur. Und diese Lernprozessbegleitung fällt manchmal ein bisschen hinten runter, obwohl die eigentlich die Möglichkeit zum Feedback gibt, zur Weiterarbeit, zur Persönlichkeitsentwicklung, eben zu dieser runden Sache, zu einer Gesamtleistung. Bitte nächste Folie, genau. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel gezeigt für eine mögliche Vorlage, wenn man also mit dem E-Portfolio arbeitet. Wir arbeiten mit der Lernplattform Mahara. Mahara ist eine Open-Source-Plattform, die vom Land Hessen zur Verfügung gestellt wird. Und das ist eigentlich einfach nur ein Webseitenprogramm, ein ganz einfach gestricktes. Und Sie sehen hier eine Kopiervorlage für Schülerinnen, für den ersten Schritt quasi. Da sieht man links Profildaten, ein Vorwort, wo will ich hin, welche Ziele setze ich mir, was möchte ich eigentlich machen, warum habe ich dieses Thema ausgesucht. In die Mitte käme das Lernprodukt. Wichtiger Punkt beim E-Portfolio ist eben halt auch, dass das Lernen sichtbar wird. Man kann das Lernen zeigen. Und da bietet ja gerade das Elektronische, das i, die Möglichkeit, dass Lernen sichtbar wird, weil man es auch teilen kann, mit wem man will und so weiter.
Und dann habe ich also dieses Lernprodukt in der Mitte und rechts hätte ich dann die Dokumentation. Da käme dann auch zum Beispiel die Frage, die Frau Bosse so herausgehoben hat, nämlich wie sehe ich eigentlich meinen eigenen Lernprozess in diesem Fall? Bitte nächste Folie. Genau, das ist jetzt hier einfach mal ein Beispiel aus Englisch. Da hat eine Schülerin eine Klausurersatzleistung gemacht. Das war eine größere Präsentation zum Thema Sojabohnenanbau. Sie hat sich das Thema selbst gesucht. Das Thema war Science and Technology. Und sie hat auf der ersten Seite, das ist jetzt eine Sammlung, eine sogenannte Sammlung, das sind drei Ansichten zusammengebunden. Auf der ersten Ansicht hat sie ihren Plan vorgestellt mit Hilfe einer Mindmap. Das haben Sie auch schon bei Frau Bosse gesehen. Also das Prinzip ist hier gleich. Sie hat vorher ein Abstract eingereicht, was von mir mit ihr besprochen wurde. Dann hat sie aufgrund dieses Abstracts und dieses Plans ein Produkt gemacht. Das ist auf der mittleren Seite. Davon sehen wir jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt. Das ist quasi ihre Präsentation zu dem Thema mit ganz vielen Links und Videos und viel eigenen Kommentaren und so weiter. Und zum Schluss auf diesem gelb umrahmten, auf der dritten Seite, hat sie das ausgewertet mit den Fragen, die ich immer gleich stelle, nämlich wie habe ich gearbeitet, welche Schwierigkeiten hatte ich, wie habe ich diese Schwierigkeiten überwunden, was würde ich das nächste Mal anders machen, was würde ich beibehalten? Und das ist eigentlich auch schon das ganze Prinzip dieses Lernzyklus. Ich mache etwas, denke darüber nach und leite daraus die nächsten Schritte ab. Und jetzt zur letzten Folie gerne noch, zur Bewertungsmöglichkeit. Hier, ich arbeite dann mit Single Point Rubrics. Das ist auch ein bekanntes Verfahren. Das ist auch nichts Neues. In die Mitte schreibe ich die erwartete Leistung. Das gebe ich den Schülern auch vorher. Den Schülerinnen, die wissen also, was ich ungefähr haben will. Das kann ich als Feedback nutzen ohne Note. Ich kann das aber auch mit Note und BEs machen. Und Sie sehen links, sage ich halt, das braucht noch Beachtung beim Planung, beim Produkt, bei der Evaluation. Ich kann dann auch Sprache mit einbinden. Rechts eben, das ist dir ganz besonders gut gelungen. Hier mach unbedingt weiter. Und ganz unten nochmal, wie geht es mir damit? Worauf bin ich jetzt stolz? Und das nehme ich mir für das nächste Mal vor. Das nur als kleines Beispiel. Wunderbar. Dankeschön, Frau Kuhnen. Ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick. Wie gesagt, wer das gerne vertieft bearbeiten möchte, hat dazu gleich in der Arbeitsphase die Möglichkeit. Dort haben Sie dann auch die Möglichkeit, nochmal spezifisch Fragen zu stellen. Das müssen Sie nicht jetzt hier in dem Chat machen. Übergreifende Fragen können wir in der abschließenden Diskussion aufgreifen. Wir machen dann jetzt weiter mit forschendem Lernen. Auch dazu gibt es eine Präsentation, die ich finde. So, wunderbar. Und auch hier eine kurze Schnellvorstellung. Ja, Michaele Gebeke, ich habe mich ja eben schon mal vorgestellt. Ich stelle ein Format aus dem Oberstufenkolleg Bielefeld vor, das Projekt Traumpartner gesucht, Liebe und Partnerwahl empirisch betrachtet. Das findet statt in einer Forschungsprojektphase, im fächerübergreifenden Profil, in der Qualifikationsphase. Das Profil heißt mit Kopf, Herz und Hand. Ich sage jetzt so ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen. Nochmal zum Hintergrund, das Oberstufenkolleg ist Versuchsschule für die gymnasiale Oberstufe. Das heißt, das ist auch unser Auftrag, Dinge auszuprobieren. Traumpartner gesucht ist eine von drei kursübergreifenden Forschungsprojektphasen. Das ist also ein spiralkurrikulares Konzept. Jeweils 18 Doppelstunden und zwar in 12.1, in 12.2 und 13.1. Das Ganze kann man natürlich auch in einer etwas abgespeckten Version durchführen. Ne? Also das klingt jetzt sehr viel, 18 Doppelstunden, aber umfasst eben auch die drei Profilfächer. Und das sind Biologie, Pädagogik und Deutsch. Diese Forschungsprojektphasen sind ein Beitrag zur Wissenschaftspropädeutik als wesentlichen Element der Bildung in der Oberstufe. Aber ganz konkret sind forschungsmethodische Kompetenzen auch in den Kernlehrplänen der drei Profilfächer ausgewiesen. Das Projekt wurde im Haus begleitet durch ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Das Oberstufenkolleg ist nicht nur Versuchsschule, sondern wir haben auch eine große Schulforschungsentwicklung im Haus. Irgendwer hat hier ein Mikrofon an. Genau, ich kann es leider nicht ausstellen, während ich im Präsentation bin. Ganz kurz zur Durchführung, das ist jetzt so der etwas sichere Aspekt. Dieses Forschungsprojekt. Josi, Sie haben Ihr Mikrofon an. Josi. Ja.
Ja, jetzt ist, glaube ich, ruhiger. Also Arbeit in Kleingruppen. Diese Gruppen entwickeln eigenständig und interessengeleitet die Fragestellung, planen das Forschungsprojekt, also zum Beispiel durch die Wahl der Forschungsmethoden. Das Ganze natürlich in einem mehrschrittigen Verfahren und mit viel Beratung auch durch die Lehrkräfte. Das geht ausgehend von der Beschäftigung mit Studien. Dann werden Fragestellungen erstmal gesammelt, ausgewählt, eingegrenzt. Ganz wichtig, auch das Zeitmanagement liegt in den Händen dieser kleinen Gruppen. Es gibt eine Anbahnung im Fachunterricht vor dieser Forschungsphase. Es gibt während der Forschungsphase Plenumsveranstaltungen zu notwendigen Rahmenbedingungen, also Einführung in Forschungsmethoden und so weiter. Es gibt, und das ist auch eine ganz charmante Sache, freiwillige Workshops, zum Beispiel Umgang mit Excel, die dann, das ist so ein Element von Peer Learning, auch von Kollegiatinnen und Kollegiaten der Stufe 13 dann durchgeführt werden und die wiederum dann auch als Leistungsnachweis anrechenbar sind. Das Produkt ist ein Poster, das sich an wissenschaftlichen Postern orientiert. Dort werden die Daten dargestellt, Hypothesen, methodisches Vorgehen, Ergebnisse und so weiter. Dieses Produkt wird dann im Rahmen der Profilgruppe präsentiert. Es gibt ein ausführliches Feedback durch die Profilgruppe, Bewertung durch die Fachlehrenden und dann gehört auch noch eine schriftliche Reflexion dazu. Auch vielleicht ganz interessant, die Kriterien für die Bewertung werden zusammen mit den Kollegiatinnen und Kollegiaten erarbeitet. Ganz kurz zu den Zielen. Da beschränke ich mich vielleicht mal wirklich nur auf das wichtigste Ziel, Anbahnung einer forschenden Grundhaltung der Kollegiatinnen und Kollegiaten und ein kritisch reflektierter Umgang mit empirischen Studien. Das passt vielleicht ganz gut zu dem, was Frau van Ackeren auch vorhin dargestellt hat. Das vor dem Hintergrund einer verwissenschaftlichen Gesellschaft. Das heißt, Erwerb von Kenntnissen und Selbstsicherheit im Umgang mit Forschungsergebnissen ist ein ganz wichtiges Ziel. Und damit wird nicht nur Urteilskompetenz gefördert, sondern letztendlich auch ein Beitrag zur Erziehung mündiger Bürgerinnen und Bürger geleistet. Ja, Näheres gerne dann gleich auch in der Arbeitsphase. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Wer sich also für forschendes Lernen interessiert, geht gleich in die Arbeitsgruppe zu Frau Gewicke. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Thema Reportagen. Ich teile wieder. So. Ja, und ich sage schon mal Hallo, ich bin Marie Beer und komme von der Max-Brauer-Schule in Hamburg. Und in meiner Begleitung ist noch Gunnar Klick, der auch von der gleichen Schule ist, dabei. Und ich sage jetzt schon einmal, dass wir zwei Projekte mitgebracht haben. Und dadurch, dass wir jetzt aber nur ganz wenige Minuten im Plenum haben, stellen wir das zweite Projekt, das ich sehr empfehlen kann, als kleiner Appetizer schon mal. Das ist eine Revue, gleich auch noch vor. Das macht Gunnar Klick. Das Projekt, das ich mitgebracht habe, ist eines der Herzstücke unserer 12. Klasse. Die Max-Brauer-Schule ist eine Langformschule, eine Stadtteilschule mit einer dreijährigen Oberstufe. Dieses Projekt liegt in der 12. Klasse und wir führen es durch in Verbindung mit unserer Profilreise nach Berlin. Ähnlich wie in Bielefeld arbeiten auch wir in Profilen, die fächerübergreifend im Klassenverbund stattfinden. Und jedes Profil besteht aus 4 Kernfächern. Also jeder, der das Wort Profil noch niemals gehört hat, das sind die Leistungskurse bei uns. Und durch dieses Profilformat haben wir sehr viel Gelegenheit und nutzen die auch zu fächerübergreifenden Projekten. Auch unser Projekt ist relativ komplex und lang. Ich sage aber schon mal, es ist auch sehr gut adaptierbar und kürzbar, abspeckbar in jeder Form, weil es sehr modular angelegt ist. Ganz kurz, um es sich zu vergegenwärtigen, die Aufgabenstellung lautet ganz schlicht, schreibt oder schreibe eine Reportage über ein selbstgefähltes Forschungsthema zum Thema sozialer Wandel in Berlin und illustriere dieses mit einer Fotoserie. Man merkt schon, dahinter verbergen sich mehrere Fächer. Das ist einmal das bei uns profilgebende Fach PGW, Politik ist das Kernfach. Zum anderen gibt es eine Kooperation mit Kunst und um noch mehr Zeit zu haben, nehmen wir meistens noch den Seminarkurs dazu. Das ist der wissenschaftspropädeutische Kurs bei uns.
Optional ist aber auch Deutsch zum Beispiel möglich. Dadurch sind insgesamt 3 Fächer beteiligt. Ich habe da insgesamt ungefähr 8 Stunden pro Woche mit und wir legen das über einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen an. In der Phasierung war es immer empfehlenswert, dass wir uns 4 bis 6 Wochen wirklich für die Vorbereitungszeit genommen haben. Da ist vieles ähnlich von dem, was Frau Gewicke gerade geschildert hat, dass wir uns in die Forschungslandschaft einarbeiten, dass wir Kontakte anbahnen mit Experten und Expertinnen vor Ort in Berlin, dass wir ins Thema einführen. Und vor allem ganz wichtig als Herzstück, dass wir Workshops durchführen, gerne mit Profis, also mit professionellen Fotografen, mit Journalisten und sozusagen ins Forschungshandwerk reingehen. Danach gibt es Phase 2, eine Woche Zeit in Berlin. Dort werden die eigentlichen Recherchen durchgeführt. Wir kooperieren auch mit der TAZ, machen mit ihr zusammen Workshops, gehen in die Redaktion rein und holen uns alles, was wir brauchen, um diese Reportagen dann zu schreiben. Gleichzeitig machen die Schüler Fotografien, um ihre Fotoserie zu erstellen. Jetzt bitte ich Frau Marx, mal eins weiterzugehen. Das illustriert das. Das ist zum Beispiel das Titelbild. Das sieht jetzt etwas falsch aus, ist aber ein ganz, ganz einfühlsames Porträt. Ein Abend in einem politischen Milieu, da geht es um einen Stammtisch, den eine grünen Bundestagsabgeordnete einberufen hat von AfD-Wählerinnen und die Schülerinnen begleiten das. Eine Folie weiter, bitte. Ein weiteres Thema, um es zu illustrieren, ist das Thema demografischer Wandel. Hier haben die Schüler ein Mehrgenerationenhaus, eine Frau, die dort einzieht, porträtiert. Und hier kann man auch ganz gut sehen, das Endprodukt, das ist dann ein Reportagenheft, wie Bild und Text miteinander verbunden werden. Bitte noch eine Folie weiter. Das ist die Fortsetzung und noch eine Folie weiter. Ein drittes Beispiel, das ist das Porträt eines Flüchtlingscamps zur Zeit der Flüchtlingskrise am Berliner Oranienplatz. Das waren jetzt Beispiele, hieraus können Sie sich schon vorstellen, das Ganze mündet im idealen Falle, das ist tatsächlich viel Arbeit und Mühe, das findet im Anschluss an das Projekt im Kunstunterricht statt, in einem selbstdesignten Reportagenprojekt, ein Produkt, auf das die Schüler überaus stolz sind im Nachgang. Jetzt sind wir aber erstmal aus Berlin zurück und treffen uns in der Regel in der Schule zu einer einwöchigen Schreibphase und die wiederum mündet in einer Lesebühne, die für die ganze Schulöffentlichkeit offen ist. Und im Nachgang wird dann noch dieses Projekt gestaltet. Also insgesamt ein sehr komplexes, aufwendiges Projekt, das aber tatsächlich kürzbar und adaptierbar ist. Ich glaube, jetzt bin ich mit meinen 4 Minuten schon dicke durch. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen über die Kompetenzen, die mannigfaltig einbringbar sind auf fachlicher und überfachlicher Ebene in diesem Projekt gleich im Breakout Room. Wunderbar, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick. Wer sich für das Thema Reportage und ich glaube, das zweite war eine Revue, genau interessiert, der geht in den Workshop, der mit Reportage benannt ist, gleich. Wie gesagt, da kriegen Sie die Revue noch mit drauf. Jetzt machen wir weiter mit der Kurzvorstellung zu einem Kursportfolio. Ich suche es mal wieder und die Vortragende kann sich bitte schon einmal wieder vorstellen. Ja, mein Name ist Angela Kemper. Ich komme auch vom Oberstufenkolleg wie Michaele Gewicke und ich stelle ein Format vor, das Kursportfolio im Mathematikunterricht. Und der Hintergrund ist, dass ich die Klausurdominanz in den Mathematikkursen gerne brechen wollte. Ich habe jetzt kein konkretes Kurzportfolio hier zum Vorstellen, sondern mache es erstmal ein bisschen allgemeiner. Meine Erfahrungen sind im Wesentlichen aus diesen fächerübergreifenden Profilen, wo eben das Beispiel zum forschenden Lernen auch schon war. Ganz viel habe ich gearbeitet, zum Beispiel in dem Profil Schönes Machen, Schönes Denken. Das kombiniert die Fächer Kunst, Philosophie und Mathematik. Und da arbeite ich in allen 4 Semestern der Hauptphase mit diesen fächerübergreifenden Portfolios. Und
Das ist ein kursbegleitendes Portfolio mit hohen Anteilen an Reflexionsaufträgen und ist jetzt nicht direkt Klausurersatzleistung, aber als Leistungsnachweis gleichwertig zu Klausuren zu sehen. Also ist nicht so ein kleiner Nebenleistungsnachweis, sondern hat auch für die Kursbestehen eine große Bedeutung. Übrigens, kleine Zwischenbemerkung, als jetzt der Lockdown im letzten Frühjahr war, da war tatsächlich das Klausurersatzleistung, weil da gab es in Nordrhein-Westfalen keine Klausuren im Sommerhalbjahr und da war das tatsächlich eine Klausurersatzleistung, aber erst sozusagen als Sonderfall. Könnte ich mir aber gut vorstellen, das auch so machen. Ja, bitte eine Folie weiter. Ich komme direkt zu den Bewertungskriterien, weil das, glaube ich, interessant ist, bevor ich sage, was das eigentlich ist. Es wird der Prozess bewertet, also einmal die Selbstständigkeit in der Bearbeitung der Aufgaben, die Nutzung von Beratung, Einholung und Berücksichtigung von Hilfestellung, das Zeitmanagement und ganz wichtig, der Reflexion des Arbeitsprozesses. Das ist also ein wichtiger Teil hinterher auch in der Bewertung, was in den Klausuren in der Regel so nicht vorkommt. Ja, bitte die nächste Folie. Die Produktbewertung, das ist vom Format her eine, später dann, wenn es abgegeben wird, eine Hausarbeit, geht natürlich inhaltliche und methodische Qualität der Bearbeitung von Aufgaben, von mathematischen in der Regel Aufgaben. Aber was sehr wichtig ist und auch eine große Bedeutung hat, ausführliche Erklärung zu den Aufgaben, eine inhaltliche und methodische Reflexion. Also was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht, was waren die Methoden, was sind die zentralen Fachbegriffe, jetzt die mathematischen Fachbegriffe oder andere, wie ordnet es sich ein in den Kurszusammenhang und auch in den Profilzusammenhang, also auch die Bezüge zu anderen Fächern spielen da eine Rolle und sollen da reflektiert werden, zum Beispiel zu Kunst und Philosophie. Und sprachliche Qualität der erklärenden Texte ist mir dabei auch ganz wichtig. So, nächste Folie. Also das sozusagen das Format ist eine Hausarbeit, dann am Schluss. Es gibt noch so ein paar formale Kriterien, wie bei einer Hausarbeit auch, Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Deckblatt und wie es gestaltet ist. Das Profil heißt Schönes Machen, Schönes Denken. Das heißt, es geht auch darum, dass dann da ein Gestaltungselement reinbringt. Ja, weiter bitte. Und wie arbeite ich dann mit? Die Aufgaben werden bearbeitet in festen Kleingruppen oder in der Regel in festen Kleingruppen und von mir als Lehrende betreut. Das gehört dann zur sonstigen Mitarbeit im Unterricht. Es gibt immer natürlich von mir zwischendurch Inputs an der Tafel, aber auch über Logineo oder per Videokonferenz. Kurze Inputs. Und dann gibt es immer wieder Arbeitsphasen, wo Sie diese Inputs dann verwenden können, um in dem Portfolio weiterzukommen. Ich gebe diese ganzen Aufgaben sind nicht selbst gewählt. Das ist anders als die Portfolios, die, von denen wir eben gehört haben, von dem E-Portfolio. Das ist sozusagen ja, das Programm, was sich daraus speist, dass ich bestimmte Inhalte, fachliche, mathematische Inhalte sozusagen rüberbringen muss, die dann hinterher auch zu Abituraufgaben führen. Wir stellen die Abituraufgaben selber am Oberstufenkolleg im Grundkurs, in den Leistungskursen, die bei uns Studienfächer heißen, da gibt es Zentralabitur, aber in den Grundkursen stellen wir die Aufgaben selber. Das geht auch gar nicht anders bei fächerübergreifenden Kursen. Aber da muss man natürlich, da gibt es ein bestimmtes Curriculum und das, deshalb sind die Aufgaben relativ festgelegt, aber nicht die Form. Da fragt jemand, was SOMI ist, sonstige Mitarbeit. So nennen das bei uns die Schülerinnen und Schüler. Ich kannte den Ausdruck vorher auch nicht. Gut, und Entschuldigung, eine Zwischenfrage noch. Was ja. Ist denn Logineo? Ach so, das ist in Nordrhein-Westfalen eine Lernplattform, wo man Sachen hochstellen kann. Das gibt es sicher in anderen Bundesländern auch. Genau. Ja. Ja, und ganz großen Wert lege ich auf Erklärung und Reflexion. Das sind aber dann individuelle Einzelarbeiten, das wird sozusagen nicht im Kurs gemacht. Es ist auch so, dass das in der Gruppenarbeit auch so nicht geht. Das machen die dann sozusagen wirklich, das ist der Hausarbeitsanteil sozusagen da dran. Und
Da kann man sehr schön sehen, wie die reingegangen sind in die Thematik. Gut, nächste Folie. Die Ziele sind natürlich fachlich-mathematische Kompetenzen, wie soll das anders sein, aber was mir jetzt an dieser Stelle wichtig ist, die Sprechfähigkeit über mathematische Inhalte. Und das merkt man besonders bei den mündlichen Abiturprüfungen, dass es da sehr große Unterschiede gibt. Wie kann jemand eigentlich darüber sprechen? Also es gibt Leute, die rechnen irgendwelche Sachen vor, wissen aber überhaupt nicht, was sie da eigentlich tun. Und in den mündlichen Prüfungen zum Beispiel, oder mindestens mal in den mündlichen Prüfungen, ist es wichtig, sprechfähig zu sein. Was tue ich, warum tue ich es, was hängt da alles mit zusammen, was ist der Hintergrund und so weiter. Und dann die Reflexionsfähigkeit auf drei Ebenen, was eigentlich auch so was Konstituierendes für Portfolios eigentlich ist. Eine inhaltliche Reflexion, was habe ich da gemacht, zu welchem, also welcher fachlicher Hintergrund ist das eigentlich, die methodische Reflexion, was sind die Methoden, die ich da anwende, und dann erst, oder ist ein Fehler, sehe ich gerade, die Lern- und Leistungsreflexion als nur ein Teil von anderen, was oft Schülerinnen und Schüler als das Eigentliche von Reflexionen sehen. Also das konnte ich gut, das konnte ich nicht gut. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Ja, nächste Folie. Ach, das war schon der Schluss. Also ich habe hier nochmal von einem Portfolio, und da kann ich vielleicht nochmal ein bisschen sagen, wie die Portfolios eigentlich inhaltlich aussehen. Da ist ein Bild von einer komplexen Funktion, der Realteil einer komplexen Funktion. Das ist zum Beispiel so etwas, wo die 13, wo jetzt in 13.2 ein Portfolio für hatten, dass die Schülerinnen und Schüler dann mit GeoGebra sich diese dreidimensionalen Funktionsgraphen sozusagen zeigen lassen, und dann kann man die drehen und wenden und so weiter. Okay, das war es erstmal von mir. Ich freue mich nachher gleich sehr über Anregungen und Nachfragen zu diesem Format. Wunderbar, herzlichen Dank. Ich sehe den Chat nicht, während ich teile, deswegen nochmal kurz die Info, spezifische Fragen zu den einzelnen Formaten dann gerne gleich in der Breakout-Session. Eine kurze letzte Vorstellung haben wir noch zu einem Stadtrundgang, und dann geht es in die Arbeitsgruppen. So. Bitte einmal vorstellen. Da kann ich mich schon mal kurz vorstellen. Genau. Ich bin Monika Eichinger, ich bin Lehrerin in der Oberstufe der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Und habe ja so aus der Lameng, aus meinem ganz normalen Unterrichten heraus, ein Prüfungsformat entwickelt, das meine Schülerinnen, die ich im Geografie-LK habe, genau dazu, also ich lasse sie Stadtrundführungen machen. Ganz einfach, um es beim Namen zu nennen. Kannst gleich weiterklicken, Alexandra. Genau. Was mir da sehr entgegenkommt bei dem Thema ist, dass wir in Berlin Klausurersatzleistungen anbieten dürfen. Die müssen einen schriftlichen und einen mündlichen Anteil haben und das Niveau einer Klausur erreichen, aber mehr Vorgaben gibt es nicht. Und mir kommt jetzt tatsächlich auch entgegen, dass das auch im Rahmen Lehrplan großes Thema ist, 12.1. Genau, und die Aufgabe ist, dass die Schülerinnen Stadtrundführungen am besten in ihren eigenen Kiezen entwickeln. Diese Unterrichtsreihe ist eben eingebettet in diese Stadtrundführungen, die einzelnen sind eingebettet in die große Unterrichtsreihe Stadtentwicklung. Oder hatte ich auch schon, wenn man es nicht praktisch im ganz normalen Fließunterricht machen kann, hatte ich manchmal auch schon das Glück, dass ich den Zuschlag für eine interdisziplinäre Themenwoche bekommen habe, wo ich den Hut auf hatte und das Thema vorgeben durfte. Und dann konnte ich es in eine Themenwoche einbinden, und auch daraus sind dann für meinen LK Stadtrundführungen entstanden. Also beispielsweise, ich gehe so vor, dass ich ein bestimmtes Thema, zum Beispiel eben sozialistischer Städtebau, mit einem Stadtviertel verbinde, an
dem der sozialistische Städtebau ganz besonders gut sichtbar wird. Oder beispielsweise das Thema Migration und Segregation kann man zum Beispiel extrem gut sichtbar machen an so segregierten Stadtteilen wie Wedding oder Neukölln. Genau, und ich entwickle dann praktisch so thematische Stadtrundgänge für bestimmte Stadtteile. Und dann dürfen sich die Schülerinnen aussuchen, wer mag welchen Stadtrundgang machen. Und manchmal kommen die auch selber mit Ideen. Oft kann man die auch super einbinden. Da muss man ein bisschen flexibel sein. Bislang musste ich noch kein Thema abwürgen. Da konnten wir immer noch was draus basteln. Dann gebe ich, wenn ich es im normalen Fließunterricht mache, 3 bis 4 Doppelstunden Vorbereitungszeit. Oder wenn ich es in der Projektwoche mache, 2 Tage, wo die dann eben ganz tief inhaltlich reingehen und den Vortrag beziehungsweise auch den Rundgang und die Route selber ausarbeiten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und das Produkt ist dann eben, dass diese Schüler für ihre eigenen Mitschüler einen Stadtrundgang konzipiert haben, den wir auch in der Doppelstunde, die wir haben im LK, bewältigen können, inklusive, naja, manchmal nehmen wir die Pause noch mit rein, um ehrlich zu sein, inklusive, wie kommen wir dahin, was zeigen wir wo, wo machen wir kurze Pause, wo können wir was vortragen, wo haben wir Interviewpartner eingebunden, wo zeigen wir welche Materialien, Karten, früher, vorher, damals, heute. Genau, das ist das Produkt. Kannst du nochmal weiter scrollen, Alexandra? Genau, und ja, natürlich steht bei mir auch der Erwerb fachlicher Kompetenzen tatsächlich gar nicht so weit unten, sondern ich möchte, dass die in 12.1 relativ schnell einen Überblick bekommen, was Geografie ist und was da eigentlich zu tun gibt und was, genau. Und bei den überfachlichen Kompetenzen möchte ich einfach nur hervorheben, dass ich vor allen Dingen finde, dass diese Verantwortungsübernahme, finde ich, ziemlich zum Tragen kommt, wenn dann eine kleine Gruppe für einen ganzen Kurs einen Inhalt gestaltet und sogar eine kleine Exkursion. Und für mich als Lehrerin erscheint es, also ich habe das ja nie wissenschaftlich begleiten lassen oder so, aber mir scheint es ziemlich fruchtbar, die sehr eng auch zu begleiten in der Erarbeitungsphase, weil ich das Gefühl habe, dass da ein großer Lernfortschritt erzielt wird, gerade von denen, die sich noch sehr unsicher sind am Anfang. Und es ist dann schön, dass eigentlich dann wirklich echt immer erstens viel gelernt wird und auch tolle Ergebnisse dabei rauskommen. Das muss ich schon sagen. Genau, am Schluss wird es aber ganz normal kriterienorientiert bewertet. Die Schüler kennen diese Kriterien auch im Vorfeld. Und der Stadtrundgang wird bewertet, die Inhalte des Stadtrundgangs an sich natürlich und das Handout. Daraus wird eine Note gebildet, die einer Klausur entspricht. Genau, und ich freue mich über Anregungen im Workshop. Wunderbar, herzlichen Dank. Das heißt, das war die Einführung zum Stadtrundgang. Sie haben jetzt also im Schnelldurchlauf 5 Methoden zu alternativen Prüfungsformaten einmal kennengelernt und können sich jetzt gleich in Breakout Rooms selbstständig einwählen.